Ja, das ist ein kleines Video über Bounty. Bounty verteidigt Ressourcen. Am Anfang habe ich versucht, ihn einfach fröhlich zu stimmen, wenn ich mich der Futterschüssel nähere oder auch einem Spielzeug nähere von verschiedenen Seiten. Das hat anfangs ja einigermaßen geklappt. Es gab aber da erstens leichte Aussetzer mit Angriffen. Also Bounty war am Seil gesichert, er konnte jetzt nicht wirklich zubeißen. Aber das Schlimmste daran war eigentlich, dass es kein Vorwärtskommen gab. Also es gab keinerlei Veränderung, egal wie oft ich mich genähert habe und wie gut das Futter war, was ich ihm gegeben habe, wenn ich mich genähert habe. Es gab einfach keinen Fortschritt. Da ich festgestellt hatte, dass Bounty sich freut, wenn ich zu ihm komme und mit dem Gassi gehe, also das klappt ganz gut, ich gehe mit dem Gassi ohne, gleich kommt eine Attacke, das ganz nebenbei. Es klappt ganz gut, wenn ich mit dem Gassi gehe, das geht auch ohne Maulkorb. Ich habe dann überhaupt nichts dabei, kein Futter, kein Spielzeug, kein gar nichts und dann klappt das ziemlich gut. Und da habe ich festgestellt, okay, er freut sich am meisten, wenn ich komme und jetzt habe ich das ausgenutzt und außerdem habe ich festgestellt, Bounty arbeitet gerne. Hier wird er jetzt belohnt dafür, dass er an meine leere Hand tippt. Das ist meine linke Hand, halte ich an den Zaun, da muss er leer tippen. Das Futter liegt unten auf der Erde, das soll er nicht bewachen, sondern stattdessen eben an meine leere Hand tippen und wird dann mit dem Futter von der Erde belohnt. Daran hat er wesentlich mehr Spaß und damit hat er auch wesentlich mehr mitgearbeitet. Nachdem das ganz gut geklappt hat, habe ich mir dann überlegt, wie ich weitermache. Das Ziel ist, dass er irgendwann in der Lage ist, wenn ich nach was greife, dass er zurückgeht, ohne jetzt mich anzugreifen oder irgendeinen anderen Menschen anzugreifen, um die Ressource zu verteidigen. Und dann ist deswegen ist der nächste Schritt, das sieht man hier, ihn beizubringen, wenn die Hand kommt, dann geh zurück. Am Anfang werden hier ganz kleine Schritte belohnt, später muss er dann mehr zurückgehen. Hier ist das Ganze in den Anfängen. Er hat jetzt vorher gerade gelernt, die Hand anzutippen. Von daher muss man jeden kleinen Schritt rückwärts belohnen, weil er noch gar nicht weiß, was er tun soll. Leider bellt er sehr viel beim Training, aber das werden wir später bearbeiten. Erstmal geht es darum, dass er zurückgeht. Ja, hier geht er schon ein paar Schritte. Also er lernt relativ schnell. Das ist das Schöne bei Bounty. Er ist wirklich eifrig dabei und lernt sehr schnell und probiert auch ziemlich viel aus und das macht ihm auch Spaß. So, hier ist, bin ich schon etwas mutiger. Die eigene Hand nehme ich noch nicht. Das ist auch gut so, wie man nachher mal sehen wird. Aber meine Ersatzhand kommt an den Gegenstand und Bounty soll zurückgehen. Da arbeite ich schon damit, dass ich auch mal ein Leckerli in den Napf schmeiße. Hier sieht man, ich habe ihm jetzt gesagt, er soll den nicht kaputt machen. Er sagt, er ist meiner. Aber ansonsten, so die Provokationen klappen ganz gut, wenn ich das bewege ein bisschen. Und er geht trotzdem zurück. Es geht am Anfang immer noch zögerlich, aber im Laufe der Tage wird es immer besser. So, da hat er auch nochmal schön zugeschlagen. Weil das Leckerli da drin war, hat er gesagt, es ist meins. Und das war am nächsten Tag und siehe da, er hat zweimal nach der Hand gepackt,
aber er hat nicht mehr wirklich reingepackt. Ein großer Fortschritt, da habe ich ihn zu sehr gelobt, da war er dann etwas außer sich. Aber das ist natürlich schon mal eine Sache, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, dass er danach greift und dann aufhört. Also das fand ich natürlich super toll. Hier ziehe ich jetzt durch, dass er eben, nachdem er auch nochmal geschnappt hat, einfach ich da stehen bleibe und die Hand bleibt eben da. Ich lasse mich da nicht von abschrecken, dass er mich da jetzt anbellt. Und wenn er ruhig ist, dann bekommt er was, dann wird er wieder belohnt. Aber erst, wenn er ruhig ist. Ja, an demselben Tag war noch eine Situation, wo er zugepackt hat, beziehungsweise eben nicht richtig zugepackt hat. Das heißt, zwei Situationen, in denen er wirklich, das relativ gut gehandelt hat. Wenn er das dann mit der echten Hand auch so tut, kann man damit leben. Auch da hat er nicht zugepackt. Und heute bin ich eigentlich so weit, dass wir auch noch ein Spieli dazu haben, mit dem wir arbeiten. Und ich Leckerli da reintun kann und ihn auch zurückgehen lassen kann und andere Dinge machen kann, wie Sitz oder Platz. Und daran arbeiten wir jetzt weiter. Die Trainingssituation werden wir jetzt auch verändern, sodass es alles ein bisschen besser geht.